Zwei, knapp zwei. 2000, davon sind 1800 Gäste in Klimperkasten. Nicht ganz. Alles schön. So, jetzt hast du eine Frage. Ich möchte, es ist eine Übung. Wie ist das damals abgelaufen, wenn Klimperkasten war in Hungary, als ihr auf solche Idee gekommen seid? Ja, das war mal irgendwie in einer feuchtfröhlichen Runde, wurde das mal diskutiert. Dann tauchte plötzlich dieser Bollenhut auf, der wurde von einem Topmoser Mädel, wurde der eigens konstruiert, das ist also ein Unikat, der gibt es nur so einmal auf der Welt. Und dann hat der Henry gemeint, okay, wenn der Bollenhut schon da ist, müssen wir diesen Bollenhut mal auf die Reise schicken. Und so hat sich das dann entwickelt und ja, aber mittlerweile in der Türkei war er schon, in Norwegen war er schon, in den Staaten drüben war er schon. Und jetzt im Herbst geht er nach Jamaika, wie ich schon gehört habe. Und zwischendrin darf natürlich Gran Canaria nicht fehlen bei der ganzen Sache. Ne? Das hat Henry ja gezerrt, ne? Richtig, genau. Henry ist schuld, aber das ist eben deswegen nicht böse. Das ist nicht böse, wir sind glücklich, dass er Henry das gesagt hat. Der alte Kanarienvogel. Ja, wir kennen ja Henry von seinen alten Zeiten noch, ja, als er noch auf der Kanarie so ein Unwesen getrieben hat. Und deswegen sagen wir mal ganz schön einen heißen Gruß an Henry in den Klimperkasten nach Tottenham. Henry, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Jungs und die Mädels hier zu uns geschickt hast. Und der Bolo, ja, wie spricht man richtig aus? Bollehut. Bollehut. Ich lerne das noch. Das schaffen wir da noch, ne? Ganz, ganz liebe Grüße an Henry. Ja, gerne. Wir grüßen hier mit den Henry natürlich und alle Topmoser, die uns kennen und mögen und auch die, die uns nicht mögen, wie man so schön sagt. Und wir kommen wieder und hoffen, dass wir noch bei Henry sehr viele schöne, tolle Partys feiern dürfen. Okay, ja, selbstverständlich, lieber Mario. Henry, so. Jetzt. Henry, seh ich mich, Henry, nach so vielen Jahren in live, richtig, im Kabisusi, voll Action. Hey, ich bin 67, bin aber gut drauf und gut runter. Wow. Henry, das war lange von dir auch, also mein guter Freund. Ist das wieder noch so drüber, immer hoch die Gelbe rüber? Ja, aber warte, lach nicht dann weg, Mario, muss ich weglaufen. Also wenn ich dich so fühle, was du dann Küche drin hätte, du bist ja klitsche, lass doch mal. Vor Aufregung? Ich bin nie aufgeregt, aber da drin ist es so rum, ein Maschinenbruch, ach, du brummst kalt. Ach, dein Maschinenbruch immer so. Aber nee, ich denke mal, du bist ja sehr aufgeregt und freust dich auch, dass du Besuch hast, und zwar aus der Heimatstadt von den Henry. Und guck mal, jetzt müssen wir noch ein schöne Fotos machen. Fotos machen wir denn auch noch von jedem Einzelnen. Der Hut geht also wirklich um die Welt und von Gran Canaria aus erst recht, ne? Ich muss jetzt sagen, wie meine Freunde schon Jahre lang kommen, natürlich immer gefehlt, aber das erste Mal, dass du einen schönen Hut mitbringen, wunderbar. Stock und Boot steht im Gute. Also, das ist schon was Wahres dran, gell? Also, für die Presse jetzt Mario mit Hut, weil es hier auf Gran Canaria so kalt ist. Und das ist mein Freund, der Klaus, unser Reporter, unser rasender Reporter. Der rast von einem Auftritt zum anderen Auftritt. Und seine Frau sitzt gerade am Filmen. Die kann leider jetzt nichts sagen. Sonst wird sie mit Zahnscheiße. Das ist nicht alles, wie sie überall nachrennen tut, gell? Denkt dann nachher, wer wird Millionär hier auf Gran Canaria? Wie? Okay. Du, pass mal auf, Mario. Wenn du so weitergehst, ist der Film auch cool. Ja, ich kann euch schnell zu Hause sagen, wie man hier schnell noch Millionär wird. Wie man 1 Million schnell machen tut. Wie man zu Millionen wird, wenn man 2 Millionen mitbringt. Henry hat gerade 1 Million. Grüß den Paul in München. Und vor allem den Inbe Henry. Paul in München. Eine super Geschichte, was du auch mit eingeleiert hast. Wir hier auf Gran Canaria, wir hier vom Café Susi, mit dem Mario, mit der Claudia, mit der GC Fotoboss, die super Fotografin, kennst du ja sicherlich auch schon. Und wir vom Radio Assoziiert, Radio aus Palomas, wir werden das richtig breit treten werden. Er hat es verdient, dieser Bollehut, denn auf Gran Canaria das allererste Mal, sowas hat man hier mit Sicherheit noch nicht gesehen. Sagen Dankeschön und ciao, ciao. In München ist er noch mit dem schönen Hut. Paul aus München grüße. Ich grüße auch alle anderen. Und die, wo mich jetzt gerade sehen, die grüße ich auch. Auch wenn ich sie nicht kenne, kommen wir mal vorbei, dann können wir mich kennenlernen. Ich bin ganz lustig und lieb. Tschüss. Tschüss. Ich hab einen Hut für dich und jetzt fragst du mich, kannst mich
Wir tanzen den heutigen Abend und gut tragen den. Ich singe so easy und kann die Hütlein sehen. Ich hab die alles zusammen, alles in einem Papa, je Mario, Hüte, wie toll. Der Himmel hat mein Bruder als Geburtstagskind gebracht. Ich für dich und das darfst du mit. Mach mit mir tanzen gehen, auch mal die Leute das Üben sehen. Ich singe für dich. Das sind meine Freunde, Schwarzwald, eine Bolle, Böller, die kleinen Bolle, ich singe Lied für dich und das darfst du mit.